Angular-Komponenten sind sogenannte Building Blocks jeder Anwendung. Die verschiedenen logischen Bausteine einer Anwendung werden also in Komponenten aufgeteilt. Diese Komponenten sind tatsächlich auch das Herzstück jeder Angular-Anwendung. Und jeder dieser Komponenten übernimmt dabei eine bestimmte Funktion und wird als eigenes HTML-Element definiert. Hierbei müssen wir also unsere Anwendung in verschiedene kleinere Building Blocks aufteilen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel eine To-Do-App haben, sehen wir, dass es einen Titel gibt, eine Art Header, eine Art Checkbox, die wir toggeln können, die wir entweder mit dem Checkhaken versehen können oder nicht, und eben auch verschiedene To-Do-Elemente. Tatsächlich werden wir in einer Angular-Anwendung alles auch kopieren. Das heißt, wir werden eine Liste von To-Do-Elementen haben, von sogenannten To-Do-Items, Komponenten und dann eben auch das einzelne Item. Das macht es später ein bisschen einfacher in der Kommunikation zwischen den Komponenten. Um das noch eine Abstraktionsebene höher zu gestalten, denken wir tatsächlich in Angular auch in Features. Das heißt, ein Feature hat eine Titelkomponente. Und unser To-Do-Feature hat natürlich diese einzelnen Items und auch die Liste dazu. Wiederverwendbarkeit ist bei Komponenten ganz, ganz wichtig. Und daher können wir eben ein einzelnes To-Do-List-Item als eigenes HTML-Element definieren und in diese komplette Container- oder List-Komponente dann auch immer wieder einfügen. Das HTML hierfür muss ich dadurch nicht immer wieder neu schreiben, denn ich setze einfach nur die Komponente ein, wo das HTML bereits definiert ist. Eine Komponente ist also das Aussehen, die Interaktion und das Styling natürlich. Wichtig ist hier natürlich auch die Interaktion. Das heißt, was soll eigentlich genau passieren, wenn ich jetzt hier einen Checkhaken drücke? Natürlich, die HTML-Struktur sagt, hier ist ein Checkhaken. Das Styling sagt, dass der Checkhaken jetzt vielleicht grün ist. Aber die Interaktion ist natürlich das Wichtigste. Vielleicht passiert ein Server-Request. Vielleicht soll irgendwo anders auf der Webseite ein Pop-up erscheinen. Daher besteht eine Komponente immer aus drei Dateien. Das Template, das heißt das HTML. Genau dort definiere ich das HTML für meine Komponente und nur diesen Ausschnitt. Das heißt, ich werde dort nicht sowas wie ein Head-Tag oder ein Body-Tag finden, sondern lediglich das HTML, das nur für dieses Element wichtig ist. Dann eine Styling-Datei. Das kann hierbei natürlich alle Styling-Files umfassen, die wir hier kennen. SCSS, LESS, SAS, CSS, was wir eben konfigurieren möchten. Zu guter Letzt fehlt natürlich noch die Interaktion, das heißt das TypeScript-File. Da ist unsere ganze Logik und da werden wir dann die ganzen Daten an das Template übergeben.